Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von EKPUR TV. Mein Name ist Bettina Kopp und ich darf Sie heute durch diese Sendung begleiten. Es ist offiziell. Die Gemeinde Rosenberg und Poppenricht bekommen einen neuen Pfarrer. Die Vermutung und die Gerüchte, die überschlagen sich. Ja, die ganze Welt fragt sich, wer ist es? Wir haben natürlich sofort unsere Außenreporter losgeschickt und einen ersten Faktencheck für Sie zusammengestellt. Seien Sie gespannt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dank unserer verdeckten Ermittler sind wir in der Lage, Ihnen einen ersten Faktencheck zu präsentieren. Name: Daniel Götzfried, Alter: 28, Familienstand: verheiratet. Hobbys: Sport, Musik, Lesen und gemütlich Kaffee trinken. Bisherige Lebensstationen: geboren und aufgewachsen in Amberg, FSJ in Hof, Studium in Münster. Die erste gemeinsame Station mit seiner Frau war Kaiserslautern. Nächster Stopp: Rosenberg, Poppenricht. Das war der Faktencheck mit mir, Jasmin Schmidt, und damit gebe ich zurück ins Studio. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen ersten Eindruck von Herrn Götzfried vermitteln. Ich für meinen Teil bin schon sehr gespannt darauf, ihn endlich kennenzulernen. Und damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Sendung. So. Nee, halt, ich höre ja. Vielen Dank, ja. Wie es aussieht, konnten unsere Außenreporter Herr Götzfried für ein erstes Exklusivinterview gewinnen und sind jetzt live vor Ort. Ich übergebe direkt nach Poppenricht zu Mona Böhm und Nina Müller. Viel Spaß. Ja, danke dir, Bettina. Und tatsächlich ist er jetzt live bei mir, der neue Pfarrer für Poppenricht und Rosenberg, Daniel Götzfried. Hallo, schön, dass du die Zeit genommen hast für das Interview. Wir haben uns hier gerade schon ein bisschen kennengelernt. Danke. Ja, was sind deine ersten Gefühle so jetzt, in diese neue Gemeinde zu starten, in deine erste Gemeinde? Genau, ja. Also es ist klasse, muss ich sagen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst angefangen zu arbeiten und ganz viele Menschen schon kennengelernt, viele Gespräche geführt. Freue mich einfach, dass es losgeht. Ich komme jetzt ja sozusagen aus dem Studium und dem Vikariat raus und jetzt war ich ganz heiß drauf, dass es endlich losgeht. Von daher freue ich mich jetzt hier zu sein. Ja, trotzdem ist ja diese Gemeinde jetzt auch nicht ganz neu für dich. Ne? Weil du kommst ja ursprünglich aus Amberg. Genau, so ist es. Ich bin gebürtiger Amberger und habe dort gelebt und bin aufgewachsen und gelebt dort bis zum Abitur. Und dann war ich eigentlich jetzt so die letzten 10 Jahre oder so durch FSJ und Studium in verschiedenen Städten und Orten unterwegs. Und jetzt geht es wieder ein ganzes Stück näher an die Heimat ran. War es auch der Grund, dass du wieder zurück wolltest? Also wir können das ja für die erste Stelle gar nicht selber entscheiden, wo es genau hingeht, sondern nur verschiedene Prioritäten angeben. Da war Sulzbach-Rosenberg schon dabei. Da war schon auch ein Grund, ja, meine Eltern wohnen in der Nähe, das war schon ein Grund auch. Aber ich habe mich auch gefreut auf diese Gemeinde hier. Wir kriegen ja die Stellenausschreibungen, das habe ich gelesen. Ja. Da war viel dabei, wo ich dachte, ja, das hört sich gut an und das wäre schön, wenn es klappt. Und jetzt hat es geklappt. Wir freuen uns auf jeden Fall. Du hast gesagt, fürs Studium warst du ein bisschen unterwegs. Hattest du da so für Stationen? Genau, also ich habe in Neuendettelsau angefangen zu studieren für die ersten Semester. So in der Nähe von Nürnberg ist das. Und bin dann für ein Jahr nach Jerusalem gegangen mit einem Studienprogramm, Studium in Israel. Das war eine sehr spannende Zeit dort.
Und danach ging es nach Münster, nach Westfalen, auch sehr, sehr schöne Stadt. Münster war richtig klasse. Und dann sind meine Frau und ich gemeinsam nach Kaiserslautern gezogen. Und da war ich noch im Studium und habe den Rest meines Studiums dann in Heidelberg absolviert. Und genau, dann okay. Bin ich fertig. Und das Vikariat war dann in Kaiserslautern. Also ganz schön viel rumgekommen schon. Genau. Ja, schön. Was hast du aus deiner Zeit aus Israel mitgenommen? Also das ist natürlich, das war Wahnsinn, dieses Studienjahr dort, ein anderes Land so intensiv kennenzulernen und dann natürlich auch noch so ein besonderes Land, auch für den christlichen Glauben, das Land der Bibel kennenzulernen. Mhm. Ich würde sagen, das nehme ich wirklich mit. Biblische Geschichten kann ich jetzt nochmal irgendwie ein bisschen besser nachempfinden, weil ich das Gefühl habe, die Orte mal gesehen zu haben, den See Genezareth zum Beispiel, Jerusalem als Stadt. Das war schon richtig klasse. Ja. Oh, klingt beeindruckend, ja. Nochmal ganz zum Anfang, warum hattest du überhaupt den Wunsch, Pfarrer zu werden? Was hat dich dazu bewogen? Also ich würde schon bei meinem Glauben anfangen sozusagen. Ich habe in meiner Jugendzeit zum Glauben an Jesus Christus gefunden und gemerkt, dass das in meinem Leben so viel ausmacht und auch eine Veränderung in meinem Leben bringt. Es hat mir so viel Kraft und Sinn gegeben, dieser Glaube, dass ich dann eigentlich den Wunsch hatte, diesem Glauben noch mal ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen. Und dann habe ich mich für ein Theologiestudium entschieden. Und konnte dadurch wirklich ja sozusagen in die verschiedensten Glaubensfragen, Glaubensthemen eintauchen. Und diesen Glauben mit anderen Menschen zu teilen, zu leben, das glaube ich ist eine große Stärke des Pfarrberufs. Und da habe ich gedacht, das ist doch klasse, Menschen in unterschiedlichsten Lebenslagen begleiten zu dürfen und danach zu fragen, wie diese gute Botschaft, dieses Evangelium im Leben von Menschen Relevanz gewinnen kann. Danach zu fragen, das zu entdecken, das ist mein Wunsch. Und das ist, denke ich, auch das Privileg des Pfarrberufs. Und deswegen habe ich gedacht, warum nicht Pfarrer werden? Ja, finde ich super, ja. Aber es ist ja eine Entscheidung, die nicht mehr so viele junge Leute jetzt heutzutage treffen, ne? Und du bist jetzt ein sehr, sehr junger Pfarrer auch, der in diese Gemeinde kommt. Meinst du, das hat Vorteile oder vielleicht auch Nachteile? Ja, also einmal stimmt es natürlich, es gibt nicht mehr so viele Menschen, die Theologie studieren oder Pfarrer werden wollen. Ich denke, als junger Pfarrer, ein Vorteil ist vielleicht, man ist irgendwie frisch, man ist voller Energie und man will viel anpacken. Das ist natürlich irgendwie von Vorteil. Auf der anderen Seite würde ich sagen, andere haben natürlich mehr Erfahrung. Die fehlt mir. Ich habe jetzt noch nicht so viel Gemeindeerfahrung, habe da noch nicht so viel erlebt. Insofern werde ich auch viel erstmal entdecken müssen und nach vielem fragen müssen und meine eigenen Erfahrungen machen. Aber ich hoffe, dass ich natürlich irgendwie mit meinen 28 Jahren auch den Beruf gut ausüben kann. Ja, das hoffen wir doch. Gibt es da was Besonderes, was du dir jetzt vornimmst, auch für die erste Zeit hier in der neuen Gemeinde oder den neuen Gemeinden? Also ich habe schon für mich so eigentlich den Wunsch, die Menschen wirklich intensiv kennenzulernen und auch den Kontext, in dem Menschen leben. Ich habe mir vorgenommen, zum Beispiel wirklich einfach Spaziergänge mal zu machen durch Rosenberg, durch Poppenricht, um einfach zu merken, wie leben die Menschen hier, was ist hier wichtig, was könnte hier vielleicht auch als Kirchengemeinde gebraucht sein. Und wenn ich da mal so ein Gefühl dafür gewonnen habe, dann würde ich das gerne umsetzen auch. Das klingt gut. Jetzt hast du schon gesagt, spazieren gehen. Hinterm Pfarrer steckt ja auch eine Privatperson. Was machst du denn so in deiner Freizeit, wenn du jetzt nicht gerade... Ja, ja, also du hast Spazierengehen angesprochen, das schon ganz gerne. Meine Frau und ich, wir gehen gerne auch wandern, das machen wir gerne. Der Sport gehört auch so zu meiner Freizeit dazu. Ich gehe liebend gerne so joggen in der Natur.
Ich habe auch lange Fußball gespielt und mache das auch immer noch richtig gerne, auch wenn ich jetzt im Moment nicht im Verein bin. Ich würde sagen, dann die Musik gehört noch dazu. Also ich spiele Klavier und Gitarre und das ist einfach, ja, Musik gibt mir da ganz viel. Ich lese gerne verschiedene Bücher und ich würde sagen, ich gehe auch gerne und meine Frau auch, wir gehen gerne zusammen in Cafés und sind dann einfach mal für eine Tasse Kaffee zusammen. Schön. Genau. Ja, da kannst du hier auch ein paar schöne neue entdecken. Ja, ich freue mich drauf. Ja, dann bleiben wir gleich bei dem Thema und schicken dich noch in eine kleine Blitzfragerunde. Okay. Und dafür übergebe ich doch gleich an meine Kollegin. Hi. Hallo. Ich bin die Nina. Schön, dich kennenzulernen. Ich darf dir jetzt noch ein paar schnelle Fragen stellen. Das Ziel ist, dass du ohne nachzudenken antwortest, einfach dass ein bisschen Gefühl kriegst, was du für ein Mensch bist. Okay, ich gebe mir Mühe. Wir fangen ganz einfach an. Chips oder Schokolade? Schokolade. Gummibärchen? Schokolade. Alles klar. Okay, wenn du in den Urlaub fährst, Wellness oder Berge? Berge. Aber knappe Kiste. Also Strand ist gut. Wellness, da wäre ich dann bei den Bergen. Okay, aber Strand liegt drüber. Strand wäre noch drüber, ja. Alles klar. Okay, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Film oder Bücher? Bücher. Bücher, okay. Aber du schaust auch gern Filme, oder? Ich schaue schon auch, also es gibt richtig gute Filme, ich schaue gerne auch Filme. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann Bücher. Okay. Du hast schon gehört, dass du ein Fußballfan bist. Wenn du die Wahl hast, gemütlich am Sofa oder Stadion? Ins Stadion geht man ja nicht so oft. Von daher, oder ich zumindest nicht so oft, von daher würde ich schon Stadion sagen. Das ist schon ein Erlebnis, einfach, wenn man im Stadion ist. Ja, das stimmt. Okay, gleich Anschlussfrage. Bayern oder Dortmund? Bayern. Alles klar. So, okay. Eine Frage, die Nation spaltet. Auto oder Fahrrad? Es kommt drauf an, wo man hin will, aber wenn es möglich ist, Fahrrad. Ah, sehr gut. Ja, ja, bei uns gibt es ein paar gute Fahrradwege auch, das stimmt. Okay, Kaffee oder Tee? Kaffee. Immer? Nee, nicht immer. Nachmittags. Aber Tee ist auch gut. Aber Kaffee ist vielleicht eher das, ist nochmal ein stärkerer Genuss als Tee. Ja. Wann endet so die Kaffeetrinkzeit? Wann kann man nicht mehr schlafen? Also nach 17 Uhr soll es dann nicht mehr sein. Okay, Anschlussfrage. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Ah, okay. Bier oder Wein? Das ist wirklich eine spannende Frage. Ich muss sagen, beides. Dadurch, dass Tabea und ich jetzt in den letzten Jahren in Rheinland-Pfalz gelebt haben, einer absoluten Weinregion, haben wir Wein noch mal mehr kennengelernt und wirklich auch zu schätzen gelernt. Wein ist wirklich was zum Genießen, aber Bier trinke ich auch mal ganz gerne. Beides in Maßen, aber ich würde sagen beides. Okay, wenn du essen gehst, Fünf-Sterne-Restaurant oder gute bayerische Küche? Gute bayerische Küche. Letzte Frage, Laptop oder Notizbuch? Es kommt wahrscheinlich auf den Zweck an, aber ich würde sagen Laptop. Okay. Also bist eher in der modernen Richtung unterwegs. Es bietet einfach viele Möglichkeiten und ich finde es schon gut, alles sozusagen an einem Ort zu haben und vielleicht so viele Ordner oder so vermeiden zu können. Ja, das stimmt. Alles klar, dann vielen, vielen Dank für das Interview. Danke auch. Und wir freuen uns auf die nächsten Jahre mit dir. Danke. So, damit, Bettina, gebe ich wieder zurück zu dir ins Studio. Vielen Dank an euch. Wir heißen Herrn Göksfried herzlich in den Gemeinden Poppenricht und Rosenberg willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Wenn euch die heutige Sendung gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Kanal und lasst ein Like da. Damit verabschieden wir uns heute auch schon wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.